Herzlich willkommen zu diesem Video, wo es um Glassbox-Testverfahren geht. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen eine andere Kategorie wie die Testverfahren, die wir vorher hatten. Warum sehen Sie gleich? Nehmen wir mal an, Sie haben diesen Source Code hier mit dem der Brechung des GKT und Sie wollen jetzt einen Whitebox-Test machen. Also, oder einen Glassbox-Test. Sie schauen jetzt in den Source Code wirklich rein und versuchen durch die Lektüre des Source Codes Testfälle zu finden. Und Sie gucken also zum Beispiel bei dem If nach, welche Zahlen kann ich jetzt reingeben, damit der einmal mit True und einmal mit False durchläuft? Oder wie kann ich die Zahlen, Zahl A und Zahl B derart reingeben, dass ich hier sozusagen wirklich alle Zeilen durchlaufe? Also das heißt, ich versuche wirklich Stück für Stück herauszufinden, wie die Testdaten beschaffen sein müssen oder die Testaufrufe beschaffen sein müssen, damit ich alle Zeilen mal getestet habe. Das heißt, ich kann es jetzt aktiv machen, wie ich ihn gerade demonstriert habe. Ich lese einfach den Code durch und denke mir selber Testfälle aus. Oder ich verwende ein Werkzeug, ein sogenanntes Coverage-Tool. Da stelle ich Ihnen gleich die Möglichkeiten von IntelliJ vor und im Nachgang zu dem Video schauen wir uns nochmal ganz kurz SonarQube an. Der verwendet die Jacoco-Ausgabe und baut das sozusagen wirklich sehr, sehr tief in den Entwicklungsprozess ein. Also typischerweise laufen solche Tools eigentlich mit, sobald Sie eine Continuous Delivery Pipeline haben. Haben Sie also Werkzeuge wie Kubatura, Jacoco und andere Sachen, abhängig von Ihrer Programmiersprache, im Bildprozess mit drin. Und was man jetzt versuchen kann, ist, ich kann jetzt versuchen, jede Anweisung einmal zu durchlaufen, also if, while, dieses Minus und so weiter. Ich kann versuchen, alle Zweige einmal zu durchlaufen. Das heißt, ich kann zum Beispiel bei dem if den True- und den False-Fall einmal durchlaufen. Und das wäre dann, also, oder den if- und den else-Fall einmal zu durchlaufen. Und das wäre dann ein bisschen mehr wie die Anweisungsüberdeckung. Kommen wir aber gleich nochmal drauf. So, und jetzt schauen wir uns mal als Beispiel diesen Source Code an. Der Source Code stammt aus einem teilweise empfehlenswerten Buch vom Professor Balzert, Lehrbuch der Softwaretechnik. Ich habe das Beispiel aus einer recht alten Auflage gesehen, hier 1998. Das ist, viele von Ihnen waren da vielleicht noch gar nicht geboren. Das macht aber das Beispiel nicht falsch. Was Sie sehen, ist C++ Source Code und Sie sehen hier irgendwie eine Eingabe. Ich führe mal ganz kurz durch, was der tut. Ich lese ein Zeichen von einer Eingabe ein und mache dann eine While-Schleife, wo ich sozusagen gucke, ist das Zeichen größer. Also ich komme sozusagen in den While-Schleifen rum rein, wenn das Zeichen kleiner gleich z und größer gleich a ist. Also ich habe ein Zeichen von a bis z eingegeben und ich die Gesamtzahl der Zeichen noch nicht durchlaufen habe, dann erhöht er die Gesamtzahl um 1 und zählt dann sozusagen die Vokale in dem Text. Also das ist ein Vokalzähler in einer Textmenge. Und wenn ich jetzt das Ding testen will, kann ich jetzt zwei Maße erheben. Und um das zu tun, muss ich den Kontrollflussgraphen herstellen. Das heißt, was ich tue, ist folgendes. Ich formuliere jede Zeile als Knoten, also in-Zeichen, while, Gesamtzahl und so weiter. Sie sehen, es ist hier immer mit dem Knoten gleich auf. Das heißt, das hier ist Knoten 1, das ist Knoten 2, das ist Knoten 3. Und so mache ich aus jeder Anweisung Knoten in dem Kontrollflussgraphen. Was ich noch mache, ist, ich modelliere jede Möglichkeit des Kontrollflusses, also wenn es Verzweigung gibt, als Kante in dem Graphen. Das ist fast das gleiche wie die Knoten, ne? Also das heißt einfach linearer Kontrollfluss, läuft hier runter. Es kann aber sein, dass ich eine Verzweigung habe, zum Beispiel eine If-Anweisung oder ein While. Und bei dem While kann es ja sein, dass ich, wenn diese Bedingung hier false wird, gleich ans Ende springe. Das heißt, das ist hier mit einer Kante dargestellt. Oder bei einer While-Anweisung, wenn ich hier am Ende bin, dann springt er natürlich hier wieder zurück an den Anfang. Also all diese Durchläufe werden als Kanten dargestellt. Und jetzt kann ich zwei Arten von Überdeckung formulieren in dem Kontrollflussgraphen. Ich kann sagen, ich will alle Knoten einmal durchlaufen haben, also jede Anweisung ist einmal ausgeführt worden. Oder ich sage, ich will jede Kante einmal durchlaufen haben. Das ist ein bisschen mehr. Das heißt, weil natürlich auch jeder Knoten damit zwangsläufig besucht wird, bis auf den toten Code. Und es ist deswegen mehr, weil ich natürlich jetzt hier die Verzweigungen einmal true und einmal false durchlaufe. Oder bei dem while will ich einen Schleifendurchlauf mache oder einmal die while-Schleife komplett überspringe. Also Zweigüberdeckung ist ein bisschen mehr wie Anweisungsüberdeckung und auf dem Kontrollflussgraph ist das eine die Knotenüberdeckung und das andere die Kantenüberdeckung. So, und jetzt kann ich sozusagen verschiedenste Überdeckungen versuchen zu erreichen. Anweisung überdecken, Zweigüberdecken hatten wir schon. Ich kann auch bei den Bedingungen nochmal reingucken.
In dem Video von den Blackbox-Tests haben Sie ja gesehen, es gibt sowas wie eine minimale Mehrfachüberdeckung. Das kann ich versuchen zu erreichen. Oder ich kann tatsächlich versuchen, mit einer kombinatorischen Explosion am Hals alle denkbaren Pfade durch die Applikation komplett zu durchlaufen. Und das ist sozusagen, das wird immer mehr. Das ist praktisch unmöglich. Und wie gesagt, in der Bedingungsüberdeckung ist die Zweigüberdeckung mit drin und in der Zweigüberdeckung die Anweisungsüberdeckung. So dass ich mir also überlegen kann, was ich machen will. Die meisten Coverage-Tools messen hier die Zweigüberdeckung. So, und das mit dem gerichteten Graph habe ich Ihnen schon erzählt. Und wie gesagt, normalerweise würden Sie es so machen, dass Sie das Coverage-Tool laufen lassen, gucken, was haben Sie nicht getestet und sich dann für die Teile, die Sie nicht getestet haben, weitere Testfälle ausdenken. Und so versuchen Sie die Test-Coverage immer wieder ein Stück zu erhöhen. So, das zeige ich Ihnen ganz kurz in IntelliJ, wie das geht. Hier, der Screenshot war damals mit ECLM, Sie sehen es noch mit Eclipse. Das kann ich Ihnen aber hier schöner darstellen. Was Sie hier sehen, ist ein Test-Cutter. Das machen Sie aber dann, um so ein bisschen Ihre Programmierkenntnisse zu erhöhen. Und dieses Gilded-Rose-Cutter ist ein ganz berühmtes Cutter, um das Refactoring auszuprobieren. Also das heißt, das ist sozusagen so schrottiger Code, sehen Sie hier. Vielleicht ist auf den ersten Blick erkennbar mit 1000 If-Statements, die verkabelt sind. Und Sie sollen sozusagen im Rahmen dieses Cutters zur Übung diesen Code refactoren. Und um den refactoren zu können, brauchen Sie eine Test-Suite. Und Sie müssen bei der Test-Suite natürlich wissen, haben Sie sozusagen alle Zeilen einmal durchlaufen oder haben Sie irgendwo eine Lücke. Und deswegen machen Sie hier Test-Coverage. Ich kann das laufen lassen. Und zwar indem ich hier einen Testfall schreibe, das ist hier der Gilded Rose Test, und den kann ich starten mit Run Gilded Rose Test with Coverage. Ich habe das jetzt hier nochmal besonders spezifiziert, sodass der noch ein paar mehr Informationen ausspuckt. Falls Sie sich dafür die Details interessieren, würde ich Ihnen die entsprechenden Videos in der VV-Vorlesung vorschlagen. So, und wenn man das jetzt laufen lässt, kommen hier jetzt Coverage-Maße raus. Das ist hier in dem Dialog dargestellt. Jetzt müssen wir gucken, ob wir die zeigen können. Da hat also bei dem Gilded Rose, hat er bei der Klasse 100% der Klassen durchlaufen, klar, 100% aller Methoden durchlaufen, 100% aller Zeilen durchlaufen. Also wir haben also eine Anweisungsüberdeckung von 100%, aber nur eine Branch-Überdeckung von 44%. Und er visualisiert uns das, was er gefunden hat, indem er hier rote und gelbe Flächen malt oder grüne Flächen malt auch. Also grün heißt komplett getestet. Gelb heißt, ich habe hier vielleicht den If-Fall getestet. Da das hier grün ist, habe ich offensichtlich den Fall getestet, dass die Bedingung true ist. Aber ich habe offensichtlich nicht die Bedingung getestet, dass das If hier false ist. Und mit der besonderen Einstellung hier kann ich mir bei IntelliJ noch so ein bisschen anzeigen lassen, wie oft überhaupt alles durchlaufen wurde. Und ich sehe hier, es hat einen Durchlauf gegeben, wo die Bedingung hier dieses Items in Get-Name, Soll, Fu, Dingsbums einmal true war, aber false haben wir nicht gemacht. Im Gegensatz zu dem Ding hier, der ist zweimal durchlaufen worden und da waren beide True- und False-Fälle mit drin. Also mit IntelliJ und mit anderen gleichartigen Werkzeugen sind Sie gut in der Lage, Whitebox-Tests zu machen. Aber wie gesagt, Sie brauchen da ein Werkzeug, so mit scharf draufschauen, kommen Sie meistens nicht weiter. Jetzt habe ich Ihnen hier alles Mögliche an gelben und grünen Sachen gezeigt. Jetzt machen wir den Testfall kurz kaputt, dass Sie auch sehen, dass der auch Sachen zeigt, die man nicht testet. Sehr vielleicht noch ganz spannend. Das heißt, ich nehme hier meinen Gilded Rose Test und kommentiere hier einfach mal Testdaten aus. Und jetzt lassen wir es nochmal laufen. So, jetzt haben wir es nochmal laufen lassen. Sie sehen, jetzt ist die Line-Coverage auf 77% runter. Das heißt, jetzt können wir auch rote Stellen sehen. Schauen wir mal kurz durch. Sie sehen, jetzt haben wir hier diese Zeilen wirklich gar nicht durchlaufen. Also das heißt, jetzt haben Sie sehr schön, können Sie sehen, wo Sie sich noch Testdaten ausdenken müssen, um das laufen zu lassen. Ich habe das jetzt hier in dem Testfall so gemacht, dass ich hier so einen datengetriebenen Test formuliert habe oder einen parametrisierten Test. Das können Sie mit einer CSV-Datei befüllen oder einfach hier mit so einem Array. Und dann ruft er hier eine Testmethode mit diesen Testdaten jeweils auf. Und das heißt, also was Sie hier sehen, ist nicht ein Testfall, obwohl hier nur eine Testmethode drin ist, sondern vier. Aber auch da, wie gesagt, das ist so die höhere Wissenschaft des JUnit oder Unit-Test-Schreibens. Schreiben für datengetriebene Tests, das ist Gegenstand, also in VV habe ich es ein bisschen ausführlicher behandelt. Typischerweise bauen Sie diese Coverage-Analyse in Ihren Bildprozess mit ein. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wie man das in Java machen könnte. Ich habe hier Gradle als Bildwerkzeug verwendet und wenn man die Bild-Gradle-Datei anschaut,
finden Sie dort zwei erwähnte Tools. Das ist ja COCO, der erzeugt uns die Test-Coverage und zwar extern unabhängig von IntelliJ. Und ich habe hier nochmal ein Anzeigewerkzeug gewählt, also der frisst sozusagen die Jacoco-Daten und speichert die in der Datenbank ab, wenn man möchte, und macht eine Statistik dazu und misst aber auch andere Elemente der Codequalität, das SonarCube. Und wenn man das laufen lässt, gibt es mehrere Docker-Container, also Sie müssen es jetzt nicht zwingend auf Ihrer lokalen Maschine installieren, kommt man dann zu so einem Report wie hier. Das ist sozusagen mein aktueller Stand bei den Demo-Beispielen in VV. Das ist eine glatte 5, ehrlicherweise. Also warum er bei 341 Codesmells noch auf eine 1 kommt, ist mir ein Rätsel. Aber wir haben hier so ganz furchtbar viele Schwierigkeiten drin. Was aber interessant ist, ist Folgendes. Der misst mir hier im Bildprozess die Code-Coverage mit. Und auch da kann man dann reingucken, wo genau es hängt. Sehen jetzt allermeistens nicht getestet. Und ich habe ihn ja hier gezeigt. Die Beispiele habe ich für Roman Numbers Cutter, für den Gilded Rose Cutter gemacht. Deswegen haben wir hier natürlich etwas bessere Test-Coverage. Der Rest ist ungetestet, weil ich auch da einfach gar keine Testtreiber geschrieben habe. Aber sowas machen Sie. Sie lassen die Test-Coverage hier im Bildprozess mitlaufen. Und was der natürlich macht, wenn Sie das jetzt über mehrere Wochen laufen lassen, ist, dass der die Veränderung der Bild-Coverage, der Test-Coverage beobachtet. Und was der natürlich anstrebt oder was Sie anstreben sollten, ist, dass es von Version zu Version oder von Änderung zu Veränderung zumindest nicht weniger wird hier. Das heißt also, das SonarCube schlägt dann Alarm, wenn Sie Ihre Test-Coverage verschlechtern. Dass Sie jetzt 7,6% haben hier in dem Beispiel, ist jetzt ist weder gut noch schlecht. Nur wenn Sie weiterentwickeln, sollte es besser werden und nicht schlechter. Und da fängt sozusagen das SonarCube dann an zu krähen, wenn es schlechter wird. So, deswegen lassen Sie so ein Code-Coverage-Tool auch mit im Bildprozess laufen, um solche Veränderungen zu beobachten und um zu verhindern, dass Ihre Software im Entwicklungsprozess schlechter wird. So, das war's zum Thema Whitebox-Tests. Es geht weiter mit explorativen Tests.